Das habe ich damals immer schon gesagt, als irgendwelche anderen Gerüchte aufkamen, als ich das erste Mal in Frankfurt war. Das ist natürlich was Schönes, wenn dann sowas kommt. Das ist irgendwo auch eine schöne Rückmeldung, aber wie gesagt, ich kann selbst nichts dazu sagen. Ich saß vorhin im Flugzeug, bin hier in Hamburg angekommen, habe ich umgezogen, bin direkt aufs Event, von daher gibt es da auch nicht viel mehr dazu zu sagen. Ich mache mir keine Sorgen, aber ich habe mir schon öfter keine Sorgen gemacht und dann war der Spieler weg, wie bei Philipp Kostic, aber nee, ich gehe schon davon aus, dass Kevin bei uns bleibt, aber wie gesagt, möglich ist alles bis 1. September. Das wäre ein Riesenverlust. Ich habe Kevin Trapp ja selbst nach Paris Saint-Germain transferiert. Den Transfer habe ich gemacht und das hat dem Jungen damals schon wehgetan. Aber er musste das Angebot annehmen und ich ahne, denn Kevin ist mit dem ganzen Herzen Frankfurter und ich ahne, dass er auch hier wiederum dem Markt folgen muss, denn in Manchester wird sicherlich anders bezahlt als bei Eintracht Frankfurt.